guten Tag, herzlich willkommen. Wir spielen Dreadnought. Das ist schon länger im Gespräch, denn das Spiel befindet sich in einer Early Access Situation, sagen wir mal. Aktuell gerade in Open Beta und ich denke, ihr habt da auch schon von gehört. Wenn nicht, dann erkläre ich euch das ganz kurz, denn das ist mein Spiel der Wahl momentan für Sonntage, an denen ich richtig schön viel Zeit habe. Es ist ein Free-to-Play-Online-Weltraum-Shooter. Und das ganze Ding kommt aus Deutschland, wird von Jaga programmiert. Die kennt ihr vielleicht noch von Spec Ops The Line. Und die haben das ganz gut drauf. Die verwenden die Unreal Engine. Das bedeutet, das Spiel sieht richtig geil aus. Und wer bei dem Namen schon ungefähr weiß, worum es geht, dem muss man das nicht erklären. Ansonsten sage ich euch Dreadnought. Bedeutet, es geht um richtig große Raumschiffe. Das kommt eigentlich aus dem Englischen. Dreadnought, also fürchte dich nicht. Und das sind riesengroße Raumschiffe, die gegeneinander ballern, verschiedene Klassen und so weiter. Und das Ganze jetzt in Open Beta. Und ich zeige euch mal, wie man das Ganze zum Laufen kriegt. Hier, schaut mal auf den Bildschirm. Wir haben hier auf der Seite greybox.com. Da könnt ihr euch registrieren. Das ist nämlich nicht die Seite dreadnought.com. Das ist eventuell etwas verwirrend. Damit habe ich euch diesen Stolperstein genommen. Da müsst ihr einfach nur eure Daten angeben. Machen wir das einfach mal hier. Anzeigename, nennen wir mich Denzel. Mein Geburtstag ist im Mai. Wann bin ich geboren, ja? Wer rät es? Komme ich drauf? 1980. Mein Passwort mache ich super geheim. Und nochmal. Das knackt nie jemand. Wir stimmen dem Ganzen hier zu, akzeptieren das. Das lest ihr euch natürlich durch. Ich kenne das natürlich alles schon. Ich habe mir das sowas von dreimal durchgelesen. Und wir wollen nicht auf dem Stand bleiben, sind auch kein Roboter, schicken das Ganze ab und sind registriert. So schnell geht das Ganze. Dann müsst ihr jetzt den PC-Launcher runterladen. Zack, einmal hier drauf geklickt. Wenn das Ganze funktioniert hat, dann ist das runtergeladen. Und dann kommt der Launcher und der sieht so aus. So, wir starten das Ganze jetzt mal. Und zwar mit dem neu erstellten Account. Einfach eintragen. Passwort. So, wir merken uns das Ganze. Und dann startet das. Zack, hier raufklicken. Gibt es jetzt neuerdings auch in Deutsch? So sieht das Ganze aus. Und ich erkläre euch jetzt ein bisschen anhand dieses neuen Accounts, wie das Ganze funktioniert. Denn es ist nicht ganz einfach und das ist gut so. Denn je komplexer ein Spiel ist, umso besser, häufig. Meiner Meinung nach zumindest. Und da lädt das Ganze. Wir kommen gleich in unseren Hangar. Da befinden sich ein paar Raumschiffe. Am Anfang hat man ein paar Stufe 1 Raumschiffe. Ich lese mir das ganz kurz durch. Gib mir die Sekunde. Okay, ist in Ordnung. Nee, nicht verlassen. Da war ich zu voreilig. Am Anfang hat man ein paar Stufe 1 Raumschiffe und die will man natürlich alle auf Stufe 2, auf Stufe 3 und so weiter bringen. Stufe 5 ist das Maximum aktuell. Und je höher die Stufe dieser Raumschiffe ist, desto besser sind die natürlich. Es gibt aber auch ein Matchmaking, dass die ganz geilen Raumschiffe natürlich nicht gegen die ganz kleinen Raumschiffe kämpfen. Das ist aufgeteilt in verschiedene Flotten. Aber das zeige ich euch gleich. Das hier, da sehen wir zum ersten Mal. Richtig schön Dreadnought. Aber der Dreadnought ist nur eine von 5 Klassen, die das Spiel zu bieten hat. Da gehen wir aber vielleicht später mal ein bisschen genauer drauf ein. Denn 5 Klassen auf einmal zu erklären, ist vielleicht ein bisschen viel. Lass uns langsam vorgehen. Lass uns mit dem Dreadnought anfangen. Hangar ist frei zum Abkoppeln. Sie sind fast startklar, Dreadnought. Ihnen fehlt nur noch ein unverzichtbares Crewmitglied. Captain auf der Brücke. Ah, willkommen an Bord, Captain. Ihr Dreadnought ist startklar und bereit für die Schlacht. Okay. Das Ding ist, dass am Anfang das Spiel euch natürlich ein bisschen an die Hand nimmt. Es gibt so eine Art Tutorial, das werden wir kurz einmal spielen, das dauert nicht lang. Da muss man 3 Matches in so einem, in einer Rekrutenflotte machen und dann darf man auf die ganze Welt losgelassen werden. Dann sind die Multiplayer-Server geöffnet
Und dann geht der richtige Spaß los. Captain, das Steuer gehört Ihnen. Fliegen Sie Ihren Dreadnought aus dem Hangar. Aber erstmal lernen wir hier die Basics. Fliegen vorwärts. Die Dreadnoughts, wie wir sehen, hier sind ein bisschen langsam. Ruhm und Reichtum warten nur auf Sie. Aber das ist auch gut so. Wir erhalten Berichte von Gefechten an der Kappa-Basis. Kalibriere die Akasto-Navigationsbarke auf die Sprungkoordinaten für das Schlachtfeld. Sie haben die Frau gehört. Bringen Sie Ihr Schiff sofort zur Warp-Zone und sprengen Sie in die Schlacht. Aha, okay, also wir können links und rechts. Ihr seht, wie träge das Ding ist. Genauso, wie ich mir das vorstelle. Das ist unser Ziellot da vorne. Ihre Chance. Als Commander Ihres eigenen Schlachtschiffs stehen Ihnen alle Mittel und Wege offen, Ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Sobald Sie die Warp-Zone erreichen, geht es über Akaste von Sinley Bay direkt ins Getümmel. Hangarzone erfolgreich verlassen. Primäre Schiffsfunktionen sind jetzt online, Captain. So. Und wir lernen hier schon direkt eine der wichtigsten Funktionen und hier das Power Wheel. Wir möchten nämlich alle Energie entweder auf die Waffen, auf die Schilde oder auf die Antriebe. Aye, aye, Captain. Manöverdüsen werden gezündet. Freigabe zum Eintritt in die Warp-Zone von Akaste erteilt, Captain. So sieht das Ding aus. Ganz cool, oder? Und das ist erst der Stufe 1 Dreadnought, den wir hier haben. Es gibt mehrere. Captain, schalten Sie diese Nichtnutzer aus, die meine Navigation... Linke Maustaste schießt. Relativ selbsterklärend. Noch einer, wir können auch zoomen. Kappa-Basis. In der Kappa-Basis finden Sie noch mehr Trottel, die denken, es mit Sinley Bay aufnehmen zu können. Verpassen Sie denen einen ordentlichen Denkzettel. Sie sollen sich von unseren Barken fernhalten. Akaste Warp-Signal aufgenommen, Captain. Und wir warpen raus. Und wir warpen raus. Und da geht's los. Das erste Match gegen Computer werden wir jetzt bestreiten. Wir müssen 10 feindliche Schiffe zerstören, um erstmal so ein bisschen warm zu werden. Das ist auch ganz gut so, finde ich, weil gleich gegen einen Multiplayer geschmissen zu werden, wäre wahrscheinlich ein bisschen überfordernd. Energie auf die Antriebe. Und wir zerstören ein paar Schiffe. Als Dreadnought haben wir eh das Glück, dass wir sehr, sehr... ein sehr, sehr starkes Schiff haben. Gegen den Computer ist das jetzt nicht allzu schwer. Komm, den kriegen wir doch. Wie viel hält der noch aus? Nichts, oder? Fliegt er eh nur im Kreis. Da ist noch ein Dreadnought. Wir können jetzt vielleicht mal... wir werden beschossen. Seht ihr das? Raketen kommen. Ich gehe in Deckung. Das ist das Energierad, was ich euch gerade erklärt habe. Wir machen gleich mal die Schilde an, wenn die Dinger kommen. Schilde aktivieren. Und weiter geht's hier. Den müssen wir ausschalten. Ihr seht die Anzeige in der Mitte des Bildschirms. Mein Fadenkreuz ist klar. Da schieße ich hin, wo das drauf zeigt. Links daneben ist dieser weiße Balken. Und der zeigt meine aktuelle Rumpfenergie an, wie viel ich noch aushalte. Wenn der Balken immer kleiner wird, habe ich ein Problem. So wie er hier. Und das Spiel möchte von mir, dass ich mal meine Energie auf die Waffen setze. Mache ich doch gerne mal. Und dann schieße ich schneller. Seht ihr das? Das ist super wichtig. Das müsst ihr... So, die Energie ist alle. Den hätten wir. Da ist noch ein Hilfskreuzer. Wir machen schnell die Energie auf die Schilde, denn es kommen schon wieder Raketen, wie ihr seht. Von wo kommen die? Ach, hier unten ist direkt einer. Energie auf die Waffen. Oh, wir laden gerade nach. Doofes Timing. Und jetzt werden uns die Kurzwahltasten vorgestellt. Seht ihr oben? Wir haben 4 richtig geile Aktionen, zum Beispiel die Plasma-Breitseite. Achtung! Und... Buh, 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 buh.
Geiles Teil. Wir haben die Flechette-Raketen. Die sehen so aus. Oh, guck mal, ich tritt. Oh, das war natürlich ein bisschen blöd. Er stand aber auch so scheiße. Ach, das ist sogar ein Böser. Ich dachte, das ist mein Freund, der mich halten. Heiler, so dicht an mir dran. Na gut. Von wo werden wir beschossen? Wer traut sich da? Ha? Da kommen wieder Raketen. Also, Energie auf die Schilde. Flechette-Raketen auf ihn. Seht, wie die vorne rauskommen. Kurz nachladen. Komm, kurz Prozess machen wir mit dem. Es gibt noch Raketenabwehrlaser, die könnt ihr hier auch noch demonstrieren. Und als viertes den Warpsprung. Das ist das hier. Dann springt man ein bisschen nach vorne, aber wir waren zu gut. Das Spiel ist schon vorbei, bevor wir alle Fähigkeiten gecheckt hatten. Oh, der Dreadnought. Der ist nicht schlecht. Ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht entscheiden. Eine Klasse ist besser als die andere in diesem Spiel. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir uns erstmal einen Charakter erstellen hier. Ich bin Biggs. Und Sie sind? Können hier ein Gesicht auswählen. Das hat aufs Spiel überhaupt keine Auswirkung. Das ist nur was Kosmetisches. Hier können wir auf männlich wechseln. Ja, welcher Typ ist cool? Der hat auch, ja, der ist medium cool, den nehmen wir. Klamotten können wir. Ja. Hier können wir ihm noch ein paar Narben geben: Tattoos, Augen und einen Farbton. Frontblau, was ist das? Ach, das sind wahrscheinlich die Klamotten. Ja, machen wir uns grün. Und nehmen das Ganze an. Das ist recht schnell gemacht. Und schon sind wir im Hangar. Und das Spiel ist quasi bereit. Schiffflotte aufzubauen. Da sehen wir es. Das sind unsere Schiffe. Vier Stück haben wir. Vier Stufe 1 Schiffe. Das hier ist eine 1. Und diese Stufe 1 Schiffe, die wollen wir gerne hier in diesem Forschungsbaum irgendwann mal verbessern, um hier zu den ganz Großen zu kommen. Stufe 5. Ja, hier oben sind wir noch. Da fangen wir an. Es gibt drei verschiedene Hersteller von diesen Schiffen. Und die haben auch alle verschiedene Vor- und Nachteile dann. Jeder Hersteller hat so ein Spezialgebiet. Wir haben hier zum Beispiel Jupiter Arms, da starten wir mit diesem Zerstörer. Zerstörer sind quasi die kleinen Dreadnoughts. Das sind so Allround-Schiffe. So mittelgroße, naja, schon recht große Raumschiffe, aber natürlich nicht so groß wie ein Dreadnought. Und haben dann so Dinge wie Flakgeschütze, Tempest-Raketen, Torpedosalven, Proteus, Maschinenkanone und den Modulneustart. Aber was das alles macht, das erkläre ich euch, glaube ich, ein andermal. Wir kümmern uns heute um die hier, um die Dreadnoughts. Das sind die mit diesem Symbol. Das ist hier eine Forschungslinie, die geht runter bis zum Zmei, oder wie der auch immer heißt. Es gibt Dreadnoughts auch noch bei anderen Herstellern, zum Beispiel hier bei Oberon. Da müssen wir aber mit einem Hilfskreuzer anfangen zu leveln. Hilfskreuzer sind sozusagen die Heiler, die Support-Klasse. Müssen uns hier vorarbeiten und können dann hier zu den Dreadnoughts vorstoßen. Aber das ist vollkommen euch überlassen. Ich zeige später nochmal die anderen Klassen, wie zum Beispiel hier den Hilfskreuzer. Hier haben wir Artilleriekreuzer, eine ganze Linie. Und das hier sind Korvetten. Nochmal was ganz Spezielles. Ihr seht, die sehen gar nicht so aus wie riesengroße Raumschiffe. Sind sie auch nicht. Die sind eher klein und schnell. Und Schnelligkeit ist in diesem Spiel ein enormer Vorteil. Hier ist noch ein Zerstörer. Hier auch noch einer. Und wen haben wir noch nicht gesehen? Ich glaube Jupiter Arms, oder? Ne, wir haben schon alle gesehen. Es gibt übrigens auch Premium-Schiffe, nenne ich sie jetzt mal. Das sind Raumschiffe, die könnt ihr für Geld kaufen. Ich sagte euch ja, das Ganze ist Free-to-Play. Das heißt, wenn ihr hier spielen wollt, kostet euch das absolut nichts. Aber es gibt Raumschiffe, die kann man für echt Geld kaufen. Wie zum Beispiel hier die Trident oder die Tunmen. Tunmen ist übrigens sehr, sehr neu. Genauso wie, ich sehe gerade die Hanuman. Der hinduistische Affengott. Ist auch im Spiel anscheinend. Ganz neu. Das sieht ganz geil aus. Das ist ein S-Mini. Geklaut, sehr gut. Hier vorne, ah ja klar, Hanuman, da haben wir auch einen Affen vorne drauf. Den kennt ihr bestimmt. Kostet dann
1500 Goldpunkte. So, wir gehen nochmal zurück. Was sind Goldpunkte? Das ist ganz klar. Das ist die Währung. Ich muss noch einmal ganz kurz gucken, welche Stufe war denn der jetzt? Ach, Hanuman ist Stufe 3. Okay, interessant. Und hier ein paar Stufe 4 Kreuze. Alles klar, 1500 kostet der. Wir haben 0. Wie kriegen wir diese Goldpunkte? Ja, für echt Geld, das ist hier. Und da sehen wir, für 2500 würden wir es uns leisten können. Das würde dann 20 US-Dollar kosten. Wir können auch Elite-Status kaufen für echt Geld. Dann bekommen wir mehr Erfahrung, mehr Credits. Und unser Team kriegt auch noch ein bisschen was davon ab. Und ihr seht, was das kostet. 7 Tage für 600. 14 Tage für 900. Und 30 Tage für 1200. Was kostet das also? 1200 kostet 10 Euro hier. Also ein Monat Elite-Status in diesem Spiel kostet 10 Euro. Das ist so ziemlicher Durchschnitt. So kostet fast jedes Online-Spiel pro Monat. Inklusive World of Warcraft oder World of Tanks und was es da so alles gibt. Und es gibt auch noch so ein paar andere Bundles, die wir kaufen können. Aber da kümmern wir uns vielleicht später drum, wenn wir ein bisschen genauer wissen, worum das Spiel hier eigentlich geht. Ich würde nämlich wirklich sehr gerne mal anfangen, schon ein bisschen Gameplay zu zeigen. Aber holen wir erstmal unsere Belohnung ab. Hier auf dem Button, das solltet ihr nämlich als erstes machen, gibt es verschiedene Aufgaben, die könnt ihr runterscrollen. Und das sind so Standarddinge wie erforsche Tier 2 Schiffe. Was haben wir noch? T1 Module erwerben. Eine Sache haben wir schon geschafft und das ist die Einführung abzuschließen. Dafür kriegen wir 500 freie Erfahrung. Zack, haben wir die gekriegt. Und da seht ihr hier oben, freie Erfahrung. Mit freier Erfahrung können wir später aufsteigen. Das hier ist die Goldwährung für echt Geld, hatte ich euch erklärt. Und das hier ist die virtuelle Währung, um Schiffe zu kaufen. Für nicht echt Geld. Credits. Und bevor wir jetzt hier im Menü bleiben, mache ich das mal alles wieder aus. Wir gehen zum Standard-Hangar, um nochmal von vorne anzufangen, um euch nicht zu irritieren. Und würde sagen, wir spielen erstmal ein Spielchen oder zwei. Denn das ist das Erste, was ihr machen solltet. Ja? Ein bisschen rumfahren mit euren Schiffen, ein bisschen rumfliegen. Ihr seht, hier habt noch null Erfahrung und das wollen wir mal ein bisschen hochkriegen, oder? Womit fangen wir an? Ich hatte gesagt, wir spielen Dreadnoughts heute und das ist hier, die Simargel. Drücken auf Spielen. Und los geht's. Lasst euch nicht irritieren, später gibt es noch verschiedene Spielmodi hier. Aber dafür ist die von Heck bis Bug mit schweren Panzern. Beziehungsweise verschiedene Flotten. Wenn der Typ kurz. Nur so vor Feuer sei mal ruhig. Die enorme Größe eines Dreadnoughts macht ihn auf dem Schlachtfeld zu einem leichten Ziel. Also achten Sie stets auf Ihre Positionierung und halten Sie ständig Ausschau nach kleineren, wendigeren Schiffen, insbesondere solchen mit einer hohen Reichweite. Ja, danke. Momentan, da wir ja gerade angefangen haben, sind wir noch in der Rekrutenflotte. Wir kümmern uns später mal um die Veteranenflotte und um die legendäre Flotte. Das kommt dann erst. Wir müssen am Anfang erstmal diese drei Runden, das seht ihr hier, diese drei Proberunden in der Rekrutenflotte spielen. Da haben wir gar keine große Wahl. Später gibt es noch verschiedene Modi. Die sind uns aber auch noch nicht freigeschaltet. Also erkläre ich die meiner, würde ich sagen, mal am besten auch später. Wir starten hier mit diesem Dreadnought, wobei wir immer noch nicht festgelegt sind. Wir können während des Spiels, kommt ganz drauf an, welcher Spielmodus das ist, wir können während des Spiels auch unsere Schiffsklasse wechseln. Was wir auch wechseln könnten, wo wir gerade warten, sind hier unten die Module, aber das Spiel geht schon los. Wir spielen Erprobung. Interessanter Name für einen Spielmodus. 4 Punkte für jeden Abschuss und wer zuerst 100 Punkte hat, gewinnt. Alles klar. So, jetzt kommen wir hier von hinten und versuchen, die mal auszuschalten. Immer das Feuer schön konzentrieren. Bisschen vorhalten muss man auch. Komm schon, den kriege ich doch, oder? Den haben wir. So, guck mal den da. Den überraschen wir jetzt mit Vulture-Raketen. Dann noch mehr Dinger und Feuer. Alle Energie auf die Waffen. Schöne Breitseite hier.
Seht ihr, wie die Raketen da rechts unten einschlagen? Das war doch nicht schlecht, oder? Guck mal, ey, jetzt mache ich meine Raketenabwehr-Dinger an. Auf Taste 3 war das. Seht ihr die Laser? Die halten ein bisschen die Raketen auf. Oh. Danke für die Unterstützung. Wir haben es auch schon wieder geschafft. Und es gibt Kohle. Yay. Wir haben ein bisschen was verdient. Seht ihr hier? Das wird jetzt zusammengerechnet. Aber wir gehen zurück zum Außenposten. Okay, und wenn ihr 3 Matches abgeschlossen habt in diesen Rekrutengefechten, dann dürft ihr in die große Welt des Internets und gegen andere Leute spielen. Und da gibt es dann verschiedene Modi. Das sind die hier. Wir haben Ansturm, Team Deathmatch, Team Elimination und Erprobung. Erprobung ist Kämpfe für Sindley Bay gegen abtrünnige Captains. Puh. Ich habe es bis jetzt nur auf Englisch gespielt, bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Was heißt Erprobung? Und die Beschreibung gibt gerade nicht viel Aufschluss über den Spielmodus wieder. Aber unter Team Deathmatch kann ich mir was vorstellen. Team Elimination ist das gleiche wie Team Deathmatch, nur dass man nur ein Leben hat. Das Ganze macht das sehr, sehr schwierig und taktisch. Das gefällt mir sehr gut, ist aber auch schnell vorbei, weil wenn man tot ist, kommt man nur an so einem kleinen Jäger wieder. Und Ansturm, da geht es. Das ist die Geschichte mit 4 Punkte pro Kill, wer zuerst 100 Punkte hat. Und wir machen jetzt mal Team Deathmatch. Straightforward in unserer Rekrutenflotte. Sie mal hier vorbeischauen. Okay, wen haben wir denn da? Den hätten wir. Schön unserem Team helfen. Das treibt sich da in der Mitte rum. Meiner Meinung nach nicht die taktisch klügste Entscheidung. Immer schön außen bleiben bei diesem Spiel. Ich mach das mal. Ich habe leider keine Energie, um schneller zu fliegen gerade. Deswegen zeige ich einfach mal nur Präsenz. In solchen Situationen, wo nichts los ist, einfach auch mal nachladen auf der Taste R wie Reload. Und die Energie ist wieder voll, also Energie auf die Manöverdüsen, er sagt schon. Zwängen wir uns hier durch. Es gibt keinen Kollisionsschaden übrigens. Oh, und wen haben wir da? Da ist so eine Korvette. Die hätten wir. Haben die da noch Probleme? Nee, direkt vor uns müsste der. Den überraschen wir hier. Ha? Volle Breitseite. Raketen werden abgefeuert. So, ich. Kurz die Raketen abgefeuert. Vollkontakt geortet. Der kommt nicht mehr weg. Seht ihr die Raketen? Na komm! Und die Raketen! Na komm! Und. Tut, tut. Nein! Da wartet er extra auf die Raketen. Da war er zu schnell, kein Problem. Guck mal, der war zu weit weg von seinem Team und schon haben wir ihn uns geschnappt. Jetzt sind wir aber auch ein bisschen weg von unserem Team, müssen wir aufpassen. Ah, da ist es wieder. Da fliegt die Korvette rum. Komm, noch hier lang. Wo sind die anderen? Der ist im Arsch, wunderbar. Ist einer von uns. Das Gegnerteam versteckt sich oder was? Wo seid ihr? Da hinten sind sie jetzt. Oh, wer kommt denn da von oben? Den haben wir. Und gewonnen. So schnell geht das. Einfach alle abknallen. Das ist der Spielmodus, der wirklich am deutlichsten ist. Team Deathmatch.
So, wir sind zurück im Hangar und da sehen wir es. Unsere ganzen Schiffe haben dann irgendwann hier genug Erfahrung gesammelt. Und das Spezielle ist, es sammelt nicht immer nur das Schiff Erfahrung, mit dem ihr fliegt in die Schlacht, sondern auch die, die mit in dieser Flotte sind. Ihr habt ja drei verschiedene Flotten irgendwann hier unten. Die Rekrutenflotte, wo nur Tier 1 und Tier 2 Schiffe rein dürfen. Die Veteranenflotte, wo Tier 3 und höher Schiffe rein dürfen. Ah, Tier 2 offensichtlich auch. Und die legendäre Flotte, wo nur die Top-Tier-Schiffe rein dürfen. Anfangs spielt ihr erstmal die Rekrutenflotte, weil anfangs habt ihr noch nicht diese hochstufigen Schiffe. Wir können hier sogar noch welche hinzufügen, bis zu 5 Stück dürfen da rein. Und die leveln alle zusammen. Das bedeutet, wenn ihr ein Schiff ein bisschen verbessern wollt, auf einem bestimmten Forschungszweig ein bisschen forschen wollt, dann nehmt ihr das entsprechende Schiff mit in die Flotte rein. Selbst wenn ihr es nicht fahrt, bekommt es ein paar Erfahrungspunkte. Und ich empfehle tatsächlich für Leute am Anfang, erstmal hier mit dieser Agosta zu spielen, mit dem Zerstörer. Da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Der kann in alle Richtungen schießen, hält viel aus, macht piu, 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 piu die ganze Zeit. Und die Gegner, beziehungsweise eure Teamkollegen, sehen euch wahrscheinlich auch, um euch zu heilen, weil ihr recht groß seid. Ihr müsst eine Flotte zusammenstellen. Und diese Flotte, aus der könnt ihr, egal welchen Modus ihr wählt, während dem Spiel wählen, da könnt ihr eure Schiffe wechseln. Deswegen nehmt am besten unterschiedliche Schiffe, um auf verschiedene Aktionen reagieren zu können. Wenn ihr zum Beispiel mit eurem Artilleriekreuzer, dem Sniper, nicht viel weiterkommt, weil ihr ständig abgeknallt werdet, weil ihr merkt, es sind zu viele Korvetten im Gegnerteam, weil das sind die natürlichen Counter gegen Sniper, dann wechselt ihr halt einfach auf euren Hilfskreuzer oder auf den Dreadnought oder auf den Zerstörer. Je nachdem wechselt das immer. Die Gegebenheiten, wie euer Team zusammengestellt ist, wie das Gegnerteam zusammengestellt ist. Da muss man ein bisschen aufpassen, das finde ich ganz gut, dass man das wechseln kann im Spiel. Und ansonsten ist es auch recht actiongeladen, muss ich sagen. Ansonsten spielt erstmal ein paar Runden. Lasst euch nicht von diesem Menü irritieren am Anfang. Ihr schaltet erstmal das eine oder andere frei und dann ergibt das Ganze auch Sinn, wenn ihr ein bisschen fortgeschritten seid hier in eurer Karriere bei Dreadnought. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Es kostet, wie gesagt, rein gar nichts. Es ist free to play. Man kann mal reingucken, wie einem das gefällt. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut, weil es tatsächlich nicht sehr viele Spiele dieser Art gibt. Ich warte da schon länger drauf, mit riesigen Raumschiffen so Raumschlachten zu machen, am besten im Multiplayer, und das gibt's hier. Das sieht sehr, sehr hübsch aus, die Unreal Engine, die kann sich hier von ihrer schönsten Seite zeigen. Ich meine, so ein Dreadnought, guckt ihn euch mal an. Ich zeige euch zum Abschluss jetzt noch mal ganz kurz eins meiner Lieblingsschiffe hier. Zieht euch mal die Trident rein. Wie sieht die denn aus? Super, oder? Die ist noch mal eine Runde größer. Wie viele Kanonen die hat. Wow. Was habe ich noch? Einen, den ich euch zeigen muss hier. Der ist auch ganz geil. Das ist die Morningstar. Die hat vorne hier so eine Art Galleonsfigur drauf. Wie viele Kanonenbatterien die hat, oder? Das ist die Breitseite wahrscheinlich, die dann abgefeuert wird. Oh, guck mal hier hinten. Kann man abhängen. Die sehen echt cool aus und das tut's mir einfach an. Also wenn die Schiffe geil aussehen, dann ist bei diesem Spiel schon quasi der Drops gelutscht. Ja, die sehen so geil aus, die Raumschlachten machen Spaß, die sind sehr schön schnell, treibend. Wenn man tot ist, muss man nicht warten, kann direkt wieder einsteigen. Die Schiffe sollten eigentlich ein bisschen träger sein, haben sie aber wahrscheinlich mit Absicht ein bisschen schneller gemacht, damit das noch ein bisschen actiongeladener ist und so weiter. Die Energie kann man cool verteilen auf die Schilde, auf die Antriebe, auf die Waffen. Das ist sehr, sehr cool. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Das ist das, was ich am Anfang ein bisschen falsch gemacht hatte. Da habe ich immer nicht dran gedacht, ständig meine Energie zu managen und immer irgendein Modul am Laufen zu haben. Das sind so die kleinen Anfängerfehler, aber macht mal ein paar Runden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann zeige ich euch eine andere Schiffsklasse und ein paar andere Tricks und das Ganze auf einem etwas höheren Tier, in anderen Spielmodi. Und vielleicht lernt ihr noch das eine oder andere, müsst die Fehler nicht machen, die ich eingangs gemacht habe, seid dann erfolgreicher und je erfolgreicher man ist, umso mehr Spaß macht das Ganze. Und damit sind wir alle glücklich, denke ich, oder? Das war Dreadnought, danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder mit noch tieferen Super-Profi-Taktiken. Also, bis dann.